61. Jetzt ist Schluss mit lustig. Mein Gott, sind das Scheißviecher. Vor allem, wenn man nicht mehr so vital ist. Wir wollten eigentlich zum Osttempel, fällt mir gerade noch ein. Ja, dann müssten wir eigentlich nur noch hier so in diese Richtung laufen. Vorher wäre allerdings mein Bett ganz angenehm. Ja, solange wir nicht auf zu viel Viechzeug treffen, können wir hier eben rüberlaufen. Ach, das sind nur noch 4 Krallenfalter. Das war, das speichere ich wirklich mal und versuch's so. Ich hab keine Lust, gerade einen Heiltrank reinzuwerfen. Oh Gott, ich höre es gerade kreuchen. Wir können natürlich einfach so rüberrennen. Ah, wir rennen einfach so rüber. Wölfe sind schneller als ich. Ich hab an. Wann rennt ihr endlich mal weg, ihr Scheißviecher? Alter. Leute. Ich habe nur noch die Hälfte meiner Lebenspunkte. Ihr seid, glaube ich, 10 zu 1 in der Überzahl, oder? Ich renne jetzt hier gerade in den Wald zurück. Ihr kommt mir immer näher. Ach komm. Dead or alive. Mir egal. Oh Gott, ich sollte hier unbedingt weg. Nein. Ja. Ja. Level aufgestiegen. Schade, dass ich dadurch nicht wieder von den Lebenspunkten und Mana halte und sowas. Wenn ich ausweichen, wenn du ausweichen kannst, kann ich auch ausweichen. Ja. Nein! Oh, ich war aber ganz schön geil. Komisch. Noch einer! Warum denn noch einer? Nein! Von wo kam denn der letzte her? Nein! 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 Warum das denn? Ey, das kann doch nicht sein. Ja, der letzte, der allerletzte Wolf, den man quasi nicht eingeplant hat, weil der von irgendwoher kam. Dieser letzte Wolf hat uns noch umgebracht. Wir haben uns gegen 4 Wölfe durchgesetzt. So, das heißt, dieser Trick funktioniert gerade nicht, also werfen wir einen Heiltrank ein und kämpfen. Zumindest hier gegen diese ersten Viecher. Ey du. Ey du. Ey du. Hallo. Hallöchen. Halli, hallo. Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Jetzt kommt mal her, Leute. Ja, Drohgebärde hin oder her. Attacke. Attacke. Ja, da
Danke, endlich mal. Juhu! Verdammt, hier sollte man eigentlich nie den Hügel raufkämpfen. Ne, das war bei Gothic 2 so. Bei Gothic 3 meine ich. Ja! Ja! So. Deine Chitinen helfen dir auch nicht weiter. Ja! Vielleicht auch doch. Ja! Wie gut, dass ich erstmal mit den ersten beiden Hits nicht getroffen habe. Ja. Puh. Das ist übrigens anscheinend etwa genau das, was wir durch den Heiltrank geheilt haben. Was wir mal soeben an Schaden gekriegt haben. Das hört sich nicht gut an. Ich glaube, da in die linke Richtung geht es auch zum Osttempel. Ich würde allerdings gerne vorher mal pennen gehen. So, es war vielleicht vorher ein bisschen dreist, die Heilwurzeln mitzunehmen. Gegen, ich meine, gegen zwei schwarze Wölfe ist es jetzt nicht so das Problem. Will ich jetzt mal behaupten, dann sterben. Aber wofür gibt's ein Safe Game? Ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist er. Hi. Ich will weg. Erstmal. Hui. Hallo Keiler. Jetzt haben wir hier eine schöne offene Fläche. Ja. War klar, dass ich nicht zurückweichen konnte. So. Ja, falscher. Jetzt aber komm, such dir mal einen aus. Ja. So, flieg du nur. Verdammt, er hat zu lange gewartet. Ja. Gott, von da kommt kein schwarzer Wolf, der mich jetzt dann umbringt. Das war knapp. Jetzt können wir auf jeden Fall diesen einen Gnom noch ausräumen, den ich vorher übersehen hatte. Oh, dieses Messer. Machete? Sag mal, wie gründlich war ich denn eigentlich, dass ich ja noch eine Beere vergesse? Aber ich würde mal sagen, die Aufnahme neigt sich dem Ende zu. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Aufnahme dann doch bis zum Osttempel zu kommen. Ja, ich sollte langsam aufhören mit dem Aufnehmen. Damit ich noch was rendern kann und dass ihr dann schön am besten direkt heute noch eine Folge bekommt. Was wahrscheinlich die League of Legends Folge sein wird, aber egal. Ja, ich habe keine Ahnung, heute ist Sonntag, der 3.3. Da können wir doch am besten noch einen Schweinplatt machen. Schweinlo! Attacke! Kein Keiler von links oder rechts, wundert mich aber. Ich habe sonst normalerweise ein Talent, die Leute zu übersehen. So. Sonst noch irgendwas? Sag mal, ein Keiler bewacht mehr als 15 Milliarden Wölfe, die einen dann auch über 10.000 Kilometer verfolgen. Oh, Gnome. Hallo, Gnomlies. Ich glaube, ich friere mal die Kleinen ein, dann habe ich irgendwann nur noch ein 101 und das ist dann besser. Warum schmeißt du jetzt schon? Attacke. So, Häuptling. One on one. Ja. 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 Gnome kann man übrigens auch kontern, wollte ich nur so angemerkt haben. Also ich habe es zumindest nicht hingekriegt bisher. So, Gnome, was machst du nun? Jetzt haben wir ja wieder 15 Lernpunkte. Hehe.
Warte, die Gnome waren in dieser Richtung. Werkzeugbeutel 6 von 15. Ein Mana-Pelz. Ja. Ist toll, die Aufnahme neigt sich natürlich dem Ende rum, deswegen renne ich auch irgendwie nur mal. Die Aufnahme muss sich unbedingt dem Ende zuneigen, weil ich einen schwarzen Bildschirm gerade eben hatte. Ich glaube, das habt ihr auf jeden Fall gesehen. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Aufnahme von Let's Play Risen, wenn es dann heißt, auf zum Osttempel. Wir sind ja sogar schon bald da. Ist hier ja, glaube ich, in diesem Sumpf. Also da in diesem Sumpf oder so. Von daher würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in irgendeinem weiteren Video. Vielleicht von Risen, vielleicht von League of Legends. Und sobald ich es wieder zum Laufen gebracht habe, von Star Wars Battlefront 2. Ja, dann viel Spaß und schönen Tag noch und so. Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play Risen, einer weiteren Aufnahme. Wir sind mal wieder fast tot. Genau, in diese Richtung ging es zum Osttempel. Da könnten wir jetzt direkt hingehen. Ich gehe aber vorher natürlich, so wie es sich gehört, einfach mal pennen. Hui. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mache. Wahrscheinlich, weil ich mir denke, dass man damit schneller vorankommt. Ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, dass ich diese Gegend hier richtig gut finde. Und die Viecher ziemlich nervig, aber das macht ja, glaube ich, eher weniger. Ich muss eben ganz kurz was nebenbei machen. So. Jetzt geht das auch. Ansonsten habe ich wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche. Wie ich sehe zu den letzten Aufnahmen. Wenn ihr es ziemlich laut dreht, dann könnt ihr das auch im Hintergrund hören, dass da irgendein Zeug im Hintergrund schrappt und keine Ahnung was. Das liegt leider daran, oder das liegt nicht leider daran, das liegt daran, dass ich ein Richtmikrofon habe. Das heißt, alles, was in der Richtung ist, wird eigentlich aufgenommen. Auch von einer relativ guten Tonqualität her. Und naja, leider ist da auch in der Nähe meine Anlage mit Musik und sowas. Und das hängt dann in der Aufnahme mit rein. Das ist zum Glück aber so leise genug, dass man da nicht irgendwas erkennen kann, sodass ich damit keine Urheberrechtsprobleme kriege. Ich suche eigentlich gerade den richtigen Pfad hierhin, damit ich nicht von irgendwas überrascht werde. Ich höre doch hier schon was. Hab ich doch gerade eben auch gehört, da war irgendwas. Tja, was machen wir da? Speichern. Ach ja, ach, da sind Krallenfalter. Ja, die können einen Ostküste. Wenn ich jetzt einen Ostdialekt nachmachen könnte, wäre das mit Sicherheit noch ein bisschen amüsanter. Da ich darin eigentlich vollkommen versage, ist das Ganze eigentlich dann nur noch lächerlich. Ach, das sind Gnome. Ich wundere mich gerade, was sind das da für Pilze, die da wachsen? Häuptling? Gnome. Hast du sonst noch irgendjemanden? Das ist auch noch Gnome. So, ich würde mal sagen, hallo. Daneben. Komm, wir drehen erstmal dich ein. Wow, das hat ihm ja keinen Schaden gemacht. Komm her. Ja. So, das ist natürlich der Vorteil, wenn man die mit dem Eisgeschoss platt macht. Wo ist denn da ist denn eine Waffe? Aber dadurch können wir uns ja immer schön in einem 1 gegen 1 Kampf mit den Viechern messen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diesen eigentlich gewinnen. So, Krallenfalter. Ich würde mal sagen, machen wir die mal platt. So, speichern. Machen wir das so? Ja, nee, wir haben noch ein bisschen Mana übrig.